Dresden weiß ich, eine Scheune wird zum Theater am Rande der Stadt. Es ist Hoppes Hoftheater. Rolf Hoppe lebt hier den Traum einer nicht kommerziellen Bühne, offen für alle. Und manchmal gibt sich der Altmeister eben selbst die Ehre. Das ist dieses Gehöft. Das habe ich gekauft. Das habe ich für gemeinnützige Zwecke gekauft. Ich freue mich. Darf ich noch eins vorlesen? Bitte. Ich möchte, dass Menschen hier sich gern treffen und lachend sich mit dem Leben auseinandersetzen. Und Theater ist die Kunst, die dem Leben am nächsten steht. Sie macht mit. Clown wollte er sein, der Bäckerssohn aus Elrich im Südharz, der Nachkriegszeit das Lachen lehren. Schauspieler ist er geworden. Schauspieler in und aus Dresden, der hunderte Kino- und Fernsehfilme sowie Theaterrollen gab, ein nimmermüder Vielspieler. Es hat mir immer Freude gemacht, kleine Rollen zu spielen, weil ich da mit wenigen Strichen versuchen konnte, einen Charakter zu spielen. Und das Interessanteste sind an einem bösen Charakter die guten Seiten, an meinem guten Charakter die negativen Seiten. Und das lernt man auf der Schauspielschule schon, das gehört zum Beruf. Und die kleinen Rollen kriegte ich immer noch rein. Und die Indianerfilme waren in den Ferien. Das Fiese ist oft sein Fach. Als Kinderschreck im Defa-Indianerfilm ein böses Pfund gegen Gojko Mitic. Später wird er das Gefährliche verfeinern in Welterfolgen wie Mephisto und Frühlingssinfonie. Der Schlapphutschurke aber bleibt unvergessen. Ich habe Gojko Mitic gar nicht umgebracht. Ja, ich musste einmal in die Schule gehen, weil meine Tochter Josephine weinend nach Hause kam und sagte, meine Mitschülerinnen sagen, ich hätte einen bösen Papi, der hätte den Gojko umgebracht. Und ich musste also praktisch mit in die Schule gehen, um dort zu beweisen, dass ich ein normaler Papi bin. Gojko als Überraschungsgast. 65 ist der ewige Popstar der DEFA mittlerweile. 75 wird Rolf Hoppe am 6. Dezember. Zeit für Feuerwasser. Weißt du, ich trinke auch keinen Alkohol. Aber zu heutigen Anlass, ich muss einen trinken mit dir. Mein Lieber. Also, wir sind keine Feinde mehr. Rolf Hoppe, der also bald ein Dreivierteljahrhundert auf dem Buckel hat, trägt seine Kindheit noch stets in der Hosentasche. Wie sehr man doch das Gemeine seiner Figuren lieben gelernt hat.